Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch einmal den Krabbat-Radwanderweg etwas genauer vorstellen. Er ist 92 Kilometer lang und führt vorbei an verschiedenen Schauplätzen der Krabbat-Sage. Zwischen Schwarzkollm, Großserchen und Kamenz kommen Radler der Sagengestalt Krabbat auf die Spur. Sein Leben verbrachte er größtenteils in den Dörfern rund um Wittichenau. Die Sagenfigur Krabbat ist aus den Büchern von Ottfried Preußler und Juri Bresern und nicht zuletzt den zahlreichen Verfilmungen weit über Deutschland hinaus bekannt. Insbesondere nach der Wendezeit kamen viele Besucher nach Schwarzkollm, um auf Krabbats Spuren die sagenumwobene Schwarze Mühle zu entdecken. Zum damaligen Zeitpunkt gab es im Koselbruch aber nur eine alte Scheune, die nichts von der Geschichte Krabbats erahnen ließ. Inspiriert von den Gästen und dank der freireisenden Wandergesellen begann im Juni 2006 die einmalige Baugeschichte der einst in Flammen aufgegangenen Schwarzen Mühle im Koselbruch von Schwarzkollm. Ich befinde mich jetzt direkt an der Straße zum Koselbruch, am Abzweig zur Schwarzen Mühle. Und da liegt ein Stein mit einer Hohlkehlung, die lädt zum Verweilen, zum Ausruhen ein. Und dieser Stein hat eine ganz besondere Bedeutung. Der Teufel hatte im Bautzener und Kamenzer Land eine Menge Junker aufgelesen, in einen Sack gesteckt und flog damit durch die Luft der Niederlausitz. Bei Schwarzkollm rastete er auf einem Stein, dem er deutliche Vertiefungen eindrückte. Das ist unser Teufelsstein. Als Junker wurden Rittergutsbesitzer in den ländlich geprägten Gebieten bezeichnet, die meist zum Adel gehörten. Da der Ursprung dieses Steines am Anfang nicht wirklich klar war, nahm man ihn auch nicht ernst. Und so versetzte die Bürgermeisterin von Schwarzkollm diesen Stein im April 1988 von einer Seite auf die andere Straßenseite. Grund waren Straßenbauarbeiten. Und die Bürger sagten schon, oh Gertrud, wie kannst du das nur machen? Aber alle lachten letztendlich über diesen Spaß, denn wer glaubt denn schon im 20. Jahrhundert an solche Geschichten? Das sollte sich aber rächen, denn 10 Tage später brannte in dem Hof der Bürgermeisterin das Quergebäude nieder. Und jetzt wissen und sagen alle mit einem kleinen Augenzwinkern, Krabbat, den sollst du nicht in seiner Ruhe stören. In Schwarzkollm, in der abgelegenen Siedlung Koselbruch, gab es einst tatsächlich eine Wassermühle. Sie stand im Ruf, es spuke dort. Magie, schwarze Kunst, Zauberei gehörten bis weit ins 18. Jahrhundert zum Glauben der Menschen. Nicht Erklärbares wurde zum Wunder oder zum Teufelswerk ernannt. Hexerei, ob gut oder böse, böse oder gut, darüber entschieden abergläubische Menschen ebenso wie Hexenjäger. 1740 wurde die Wassermühle im Koselbruch urkundlich das erste Mal unter dem Namen Prösingmühle erwähnt. Bis zum Jahr 1972 wurde diese Wassermühle von einer Familie betrieben. Von Bröden aus führt ein schöner Radwanderweg über Michalken in das Dubringer Moor und zu den Teichen von Neudorf-Klösterlich. Westlich der Stadt Wittichenau zwischen den Orten Zeisholz, Michalken und Dubring erstreckt sich dieses große Moor. Es ist das letzte große Moor der Oberlausitz und gilt mit einer Fläche von 400 Hektar als eines der größten Mitteleuropas. Die Neudorfer Teiche, bekannt auch unter der Bezeichnung Zeldersteiche, befinden sich im Besitz des Klosters Marienstern. Sie wurden bereits im 17. Jahrhundert von den Mönchen zum Zweck der Fischzucht angelegt. Zu einer Rast lädt das Gasthaus Zelde ein und es besteht hier auch die Möglichkeit, einen Kahn zu mieten und die idyllische Landschaft auf dem Teich zu genießen. Thank you.
Dieser Weg führt durch das einzigartige Heidemoor mit seiner faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt. Nicht nur Kraniche und Seeadler sind hier zu Hause. Und auch Krabat mag wohl diesen Weg durch das weite Moor gegangen sein, wenn er unterwegs war von der Schwarzen Mühle zum Markt von Wittichenau. Der Sage nach soll Krabat nach der Müllerlehre von Mühle zu Mühle gewandert sein, um dort zu arbeiten und Land und Menschen kennenzulernen. Eine der Mühlen, die Sie heutzutage auf Ihrer Tour durch Krabats Heimat entdecken können, ist die Tschotschik-Mühle in Wittichenau. Vorbei an den Teichen von Zelders gelangt man an die historische Wassermühle aus dem 16. Jahrhundert. Sie ist die letzte von 5 rund um das Moor herum existierende Mühlen, die, wenn man es wollte, heute noch mahlen könnte. Davor befindet sich eine Orchideenwiese. Krabat soll es häufig zur Kirche und zum Viehmarkt von Wittichenau gezogen haben. Und die Sage erzählt sogar, dass er einst Hafer in den Kessel der Pfarrkirche Wittichenau getan hat und dazu einen Zauberspruch aufgesagt hat. Genau darüber berichte ich in den 2. Teil der Serie Krabat Radwanderweg. Ich freue mich sehr, dass ihr alle diesen Teil geschaut habt. Bis bald zum 2. Teil. Tschüss!